absolute und relative URLs. Was soll da schon schiefgehen und was soll es sonst noch an Entscheidungsmerkmalen geben? Naja, ganz so einfach ist es dann nicht, denn es gibt absolute URLs mit und ohne Protokoll, relative URLs in den verschiedensten Arten und Weisen. Also wer nur absolut und relativ kennt oder das vielleicht gar nicht, der sollte sich unbedingt dieses Video bis zum Ende ansehen. So, das hier, das ist eine absolute URL. Warum ist sie absolut? Naja, sie fängt an mit dem Protokoll, dann mit dem Host und Domain. Das heißt, alles, was hier gelb ist, ist das, was eine absolute URL ausmacht. Der weiße Bereich hinten mit /c, /42 Entwickler, was sozusagen jetzt der Ordner und die Seite etc. darstellt von der Idee, das wäre der relative Anteil. Aber nicht nur das, es gibt noch auch solche URLs, auch diese sind absolut, nur fehlt vorne das Protokoll. Und das bedeutet dann, dass wenn wir dieses JavaScript in diesem Fall einbinden, dass wir das bitte gerne mit dem gleichen Protokoll eingebunden hätten, mit dem wir gerade die Seite aufrufen. Das heißt, wenn die Seite mit HTTPS aufgerufen wird, dann wird auch dieses Skript per HTTPS eingebunden. Wenn wir es unverschlüsselt mit HTTP aufrufen, dann wird auch dieses Skript per HTTP eingebunden. Also das hier, wenn wir einfach mit zwei Slash starten, dann heißt das, es ist das gleiche Protokoll zu verwenden und dennoch ist es eine absolute URL. Gut, jetzt gibt es noch relative URLs. Und bei den relativen URLs gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Entweder fangen wir an mit einem Slash, also Slash Images, Slash Logo PNG oder einfach nur Slash Logo PNG, je nachdem, ob wir in einem Unterordner sein wollen oder nicht, geben wir diesen einfach an. Aber das Spannende ist, die relative URL fängt mit einem Slash an. Und dieses Slash bedeutet, dass wir immer vom Wurzelverzeichnis ausgehen. Das heißt, wenn wir hier heroben sehen, okay, wir wollen sozusagen, dieser Pfad wäre, wenn wir es von dieser Domain hätten, www.youtube.com/images/logo-png, auch wenn wir auf der Entwicklerseite sind. Also vom Wurzelverzeichnis, das heißt von dort, wo der absolute Teil der URL aufhört. Dann gibt es noch die Variante, wo wir sagen, vom aktuellen Verzeichnis ausgehend, das würde so aussehen, ohne Slash, ohne irgendwas, einfach den Ordner oder einfach nur den Dateinamen angegeben. Das ist das aktuell gleiche Verzeichnis, das heißt, es würde bedeuten, diese Logo-PNG-Datei würde erladen vom Verzeichnis youtube.com/c/42entwickler/logo-png oder eben /images/logo-png, wenn wir die linke Variante verwenden. Also das wäre vom gleichen Verzeichnis. Dann können wir auch noch vom Elternverzeichnis etwas laden. Mit Punkt Punkt Slash kommen wir eine Ebene nach oben. Und wenn wir Punkt Punkt Slash Punkt Punkt Slash machen, dann eben zwei Ebenen oder drei, wie häufig wir das einfach wiederholen. Das wird dann vom Elternverzeichnis. Das heißt, in diesem Fall wird es laden von youtube.com/c und dann nicht 42 Entwickler, sondern Images Logo PNG. Durch dieses Punkt Punkt Slash löschen wir sozusagen den letzten Teil, den letzten Ordner weg. Ja, und dann gibt es noch Punkt Slash und Punkt Slash heißt immer vom gleichen Verzeichnis. Das gleiche Verzeichnis ist nicht unbedingt immer das aktuelle Verzeichnis, da kann es kleine Änderungen geben, im Spezialfall mit, wenn verschiedene Files verschieden inkludieren. Aber im Zweifelsfall würde ich mal sagen, merkt euch das Rote, das Blaue und das Weiße. Das sind die sichersten Angaben für relative URLs. Gut, und jetzt noch etwas in der Kategorie unnützes Wissen. In der Theorie gibt es auch relative E-Mail-Adressen. Und relative E-Mail-Adressen bedeuten schlussendlich, wir können einen Link machen, Mail to 42 Entwickler, dann, also ohne Ad, ohne Domain. Einfach nur der vordere Teil der E-Mail-Adresse. Und das würde bedeuten, wir senden an diese Person oder an diese E-Mail-Adresse, die im gleichen Netzwerk ist wie meine. Also wenn ich @gmail.com habe, dann würde es bedeuten, dass auch hier @gmail.com zu benutzen ist. Diese E-Mail-Adressen sind relativ theoretisch, weil diese ohnehin im Allgemeinen nicht unterstützt werden. Aber in der Theorie gibt es es, im Standard wären sie eigentlich spezifiziert.
Also theoretisch da, praktisch nicht, also unnützes Wissen. In diesem Sinne, viel Spaß mit den absoluten und relativen URLs. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.